Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich schon wieder, euer Lutze, wie immer am Montag, aber diesmal am 24.12.2018. Ja, heute ist Heiligabend, viel haben wir nicht zu erzählen, das heißt viel wollen wir gar nicht erzählen. Erstmal nur von Matze und mir ein paar Weihnachtsgrüße. Schaut's euch an, bitteschön. Unten rein. Ja, hallo Borkheide. Hallo Welt. Hallo Matze. Hallo Lutze. Und hallo lieber Weihnachtsmann. Ja, euch allen erstmal einen schönen Heiligabend. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, den Heiligabend hier für euch nochmal eine Sendung zu machen. Das ist ja auch kein Problem, weil wir hängen es eh das ganze Jahr zusammen. Und wo ist eigentlich deine Frau? Wer? Na, anderes Thema. Was machen wir heute eigentlich? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe mir extra die Stimme ein bisschen runtersenken lassen, weil ich habe mir auch schön zur Weihnachtsfeierzeit gleich noch einen fetten Virus eingefangen. Aber naja. Ich weiß jedenfalls, wir bringen heute keinen Fußball, weil die Mannschaft ist auch im Winterurlaub. Bis Februar, glaube ich. Ja, nicht ganz. Die machen noch ein bisschen Hallensport, trainieren noch. Ja, ja, ich gehört. Also aber Sportsendung fällt heute aus. Fällt heute aus. Wir sitzen tatsächlich nur hier, um euch wirklich richtig, richtig tolle, ruhige, besinnliche, mit fetten Weihnachtsgänsen gespickte Weihnachten zu wünschen oder so? Du meinst die Enten oder Gänse? Gänse, ne? So. Gänse. Enten sind ja mehr so. Und natürlich, ne, ja, das mit dem Rutschen. Die Enten und Gänse nicht so mögen, die können ja die Füllung essen, die Kartoffeln und die Äpfel und die Zwiebeln und ja. So. Und können wir zwar nicht erfüllen, aber wünschen können wir es euch trotzdem. Schöne weiße Weihnachten im Winter bald. Hast du mal rausgeguckt? Ja, wünschen kann man sich das aber. Ach so. Ja, wünschen kann man das. Ja, dann geht es mit dem Wünschen aber auch nicht immer in Erfüllung, glaube ich. Ja, wir sitzen ja am Kamin, wie man sieht. Ja. Freuen uns, dass jetzt 14 Tage Ausschlafen angesagt ist, tatsächlich. Ach, 14 Tage? Ja, bis zum 7. Dann geht es erst wieder los, oder musst du vorher anfangen. Hm. Silvester ist auch nicht viel mit Ausschlafen. Da ist übrigens gleich dann noch Eisbaden. Ja, so. Na, da bringen wir ja nochmal. Da bringen wir vielleicht, setzen wir uns Silvester nochmal hin, lassen wir hier drin eine Rakete starten bei dir, das sieht cool aus. Ja, wie gesagt, wir wollen euch tatsächlich richtig, richtig tolle Weihnachten wünschen. Fleißigen Weihnachtsmann, viel Ruhe in der Familie, viel Spaß mit euren Lieben. Ich trinke nachher mit Matze noch ein Bier auf Weihnachten. Und dann schicke ich ihn nach Hause in sein Bett, weil er schleppt hier schon wieder einen Sack voll Viren mit sich rum, statt einen Sack mit Geschenken. Aber es ist ja Weihnachten, ich gebe ja, gerne. Okay. Haben wir noch was zu sagen zu Weihnachten? Nö. Was ich ganz schlimm finde, die Weihnachtsmärkte, ja, denen geht es jetzt ganz dreckig. Weit über 1500 Weihnachtsmärkte droht das aus. Ja, die bereiten sich hier auf eine schöne Wintersaison vor mit ihren Weihnachtsmärkten und zack, wird das alles geschlossen. Da stehen Existenzen dahinter. Das kann nicht wahr sein. Weihnachtsmarkt, ein Tag im Waldbad. Ich bin wieder zu. Ja. Was mache ich mit dem ganzen Glühwein jetzt eigentlich? Aber Weihnachtsmarkt war schön gewesen im Waldbad. Weihnachtsmarkt, ich glaube, wir hatten, also wir schätzen ja immer so um die 1000 Besucher, aber ich glaube, es waren diesmal 1101. 1111. Irgendwer hat gesagt, das waren bestimmt über 2000. Ich möchte es nicht werten, aber es war auf jeden Fall voll. Die Fotos von Lutze habt ihr auch gesehen. Also ringsherum, Bühnenprogramm war voll. Die Stände waren, wir hatten über 22 Stände. Mhm. Die teilweise auch richtig schön leer gekauft wurden. Danke nochmal an die Gäste. Also ihr wart auch richtig toll. Kommt nächstes Jahr wieder. Wir sind darauf vorbereitet. Jo. Ja, wie gesagt, macht euch eine ruhige Woche. Rutschen braucht man nicht erzählen. Sieht tatsächlich nicht nach Winter aus, aber okay. Soll ich noch was über das Wetter sagen? Ach, lass es. Regnet draußen. Wünscht euch doch mal für nächstes Jahr Weihnachten schöneres Wetter. Beim Weihnachtsmann, nicht bei mir. Mir klappt das nicht. Winter, ja, 2017, guck mal hier. Das gut. Wäre Ihr Preis gewesen. Wir wünschen euch alles Gute. Bis nächsten Montag. Und tschüss. Tschüss. Rechner gefunden. Willst du noch einen Outtake reinbringen jetzt, Lenny? Du musst mich jetzt fragen, weißt du, wo ich schon lange nicht mehr war? Dann sag ich so, beim Friseur. Matze, weißt du eigentlich, wo ich schon lange nicht mehr gewesen bin? Beim Friseur. Woher weißt du das?
Ja, mit mir ist da nicht so viel Geld zu machen. Okay, schön warm. Gut, so, jetzt mal großes Ding. Ja, so viel zu uns. Und natürlich möchten wir auch den Bürgermeister noch mal zu Wort kommen lassen, der auch noch mal ein paar Worte an die Bürgerinnen und Bürger von Borkheide richten möchte. Bitte schön, lieber Bürgermeister. Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute am Heiligabend, am 24. Dezember 2018. Ich habe mit Lutz vereinbart, heute eine kleine Ansprache hier für euch zu machen, aber nur wirklich eine kleine, und möchte mich in erster Linie bei allen Freiwilligen, bei allen Ehrenamtlern, die für den Ort hier tätig sind, herzlich für ihre Arbeit im letzten Jahr und in den vergangenen Jahren bedanken. Hoffe, dass Borkheide weiter so aktiv bleibt, und ich denke auch, da ja viele von euch Interesse haben, Borkheide so am Leben zu halten, und wir wachsen und wir wachsen und wir wachsen und wir sehen kein Ende des Wachsens. Möchte auch alle neuen Borkheider, die in diesem Jahr hier bei uns ihre Heimat gefunden haben, herzlich begrüßen heute mal zum Jahresende. Einige sind ja auch schon vielleicht fast 12 Monate hier. Und möchte auch schon bald zum Abschluss kommen, bedanke mich mal bei der Mediengruppe Borkheide für die tolle Arbeit, für das Fernsehen jede Woche, das weltweit geschaut wird mittlerweile. Und ja, um das nicht in die Länge zu ziehen, wünsche ich allen Borkheidern und Borkheiderinnen ein friedvolles Weihnachtsfest vor allen Dingen und einen guten Start ins neue Jahr. Ja, vielen Dank an Andreas Kreibisch. Aber Matze meint, er will doch nochmal Wetter machen. Matze, wo treibst du dich schon wieder rum? Ach, und übrigens, von wegen, wir machen kein Wetter. Ach, kleiner Scherz am Rande gewesen. Willkommen auf den Erfurter Domstufen im Hintergrund der Weihnachtsmarkt. Ich vermisse so ein wenig den Mann von der Feuershow. Der läuft sonst ja eigentlich auch immer durch. Egal, Wetter hier in Erfurt, Thüringen, auf dem Weg hierher war es schon ganz schön regnerisch. Aber wir schauen gleich mal, wie das Wetter in... hier in Panxatoni vielleicht, wo gleich der Bürgermeister Phil das Murmeltier aus seiner Baumwurzel ziehen wird, um das Ende des Winters vorherzusagen. Oder eben auch... Mist, falscher Film, sorry. Nochmal, Fulda. Wir sind hier in Fulda auf dem Weihnachtsmarkt. Fulda, eine alte Barockstadt. Und wir haben ja alle zu diesem Jahr, in diesem Jahr zum Weihnachtsmarkt gesehen, was uns der Stefan schon im letzten Jahr gebaut hat, nämlich den Eingang zum Weihnachtsmarkt übrigens. Und Stefan, hier für dich, Stefan, der Mann von der Feuershow, hier ist übrigens deine Bauvorlage für das nächste Jahr, für den Weihnachtsmarkt. Sieh zu, mach was draus, ich möchte das Ding im Weihnachtsmarkt haben. Und die anderen vom Vorstand sicher auch. Ja, noch ist hier in Fulda schönes Wetter, aber hier kommt nachher eine richtige Regenwand, deswegen machen wir jetzt noch den kleinen Film. Also von hier aus nochmal schöne Feiertage, schönes Fest. Lutze, du kannst den Film jetzt beenden. Tschüss. Ja, okay. Ich glaube, der verpennt Weihnachten, wenn der so viel unterwegs ist. Erst hat er Husten, dann ist er unterwegs. Das soll es jedenfalls gewesen sein. Euch allen ein schönes Fest. Wir sehen uns spätestens nochmal am 31.12. Bis dahin alles Gute, euer Lutze und tschüss.